Moin Leute, was geht mal wieder? Hier ist wieder YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und wir spielen heute mal wieder den Zombie-Modus im Black Ops 2 Green Run, nördliche Hemisphäre, auf der Map Transit. Viel Spaß dabei! Hab coole Leute dabei, einer sogar aus Finnland. Und jo, legen wir einfach mal los. So. Schwarzer Bildschirm. Und da ist der erste Zombie, den wir jetzt gleich mal schön mit dem Messer ausschalten, Leute. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ist denn die Olympia? Kann man hier auch sprechen? Ich glaube nicht. So, wir besorgen uns die Olympia. Aber ich glaube. Ah! Nein, das ist nicht die Olympia, das ist die Waffe. Irgendwas. Oh, die geht auch, die fetzt auch. Lalalala. Können wir die tauschen? Funktioniert noch nicht. So, da ist der erste Zombie! Burn! Burn! So, jetzt erstmal hier die Reparatur machen. Und wir müssen auch gleich mal raus. Da brauchen wir 750 Punkte. Die haben wir aber schnell gemacht. So, schauen wir mal raus. Oh, viel Feuer, viel Asche. Nicht viel Leben da draußen. Ich habe kein Tauschmittel für Waren und Dienstleistungen. Das heißt, mir fehlt das alles noch. Ich brauche also ungefähr 500 Punkte, um da rauszukommen. Jetzt schwirren die ersten Zombies. Also, Zombie Attack ist angesagt. So, burn. Und die Barriere wird aufgebaut. So. So, Zombie, ihr kommt nicht mehr hier rein. Da ist doch irgendein heller Blitz eingeleuchtet. Das heißt, wir sind, glaube ich, draußen. Ah, moin, moin. Bitte einsteigen, Leute. Okay. Okay, wir fahren los, Leute. Bitte anschnallen. Fahrt beginnt. Lalalala, schön. Ist es auf der Welt zu sein. So, alle angeschnallt. Ja klar, Herr Busfahrer, wir sind alle angeschnallt. Bam, 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 bam. Und die Zombies kommen auch schon. So, wir machen uns gleich bereit, weil jetzt ist gleich Endstation, Leute. Es ist Endstation, das heißt, wir müssen gleich aussteigen. So, fahren wir hier noch durch den Tunnel. Und da ist ganz gefährlich, weil da hier immer Lava ist. So, Leute, alle aussteigen. Bah! Oh mein Gott, der Zombie, der hat sich hier schon an die Windschutzscheibe gehängt. Oh, da hinten sind ganz viele Zombies, Alter. Sprengstoff. Bam. Werfen wir mal ein paar Granaten hin. So, Granaten sind auch schon alle bei mir. Sperrfeuer. Schön auf den Kopf, das gibt ordentlich Punkte. Schöne Headshots machen. Der guckt aber nicht ganz lieb hier. Du blöder Busfahrer, weg! Okay. Aussteigen. Wir sind ausgestiegen und jetzt kann man loslegen. Ah! Leute, ich habe ihn gar nicht gesehen, Leute. Okay, Leute, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt bin ich natürlich. Oh, sorry. Dankeschön, dass ich jetzt wieder lebe. So. Kommen wir hier auch schon rein? Nö, 57 Punkte brauchen wir, 57 Dollar. Aber hier kommen wir rein, oder? Ach, das kostet alles 750 Dollar. So viel Geld habe ich ja gar nicht. Oh, zum Glück habe ich gute Leute hier, die das Geld haben. Zombies. Das hier ist so ein altes Dinner hier. Sehr episch gemacht, muss ich sagen. Da haben die Entwickler sich natürlich wieder mal Mühe gegeben hier. Wir brauchen mehr Munition. Natürlich brauchen wir das. Oh, die Ausgaben. Sehr interessant, was die alles so labern. Verpresst Messer, ihr Schweine! Kneift, man! Okay, das war keine gute Idee, dass ich die Kneif benutzt habe, das Messer. Okay. Thank you erstmal. Dafür, dass ich hier nochmal die Chance habe, in das Spiel reinzukommen. Aber Leute, Leute, was ist heute los?
Ich habe mich gar nicht konzentriert, Digga. Aber das, wir bekommen natürlich wieder maximale Munition, Leute. Der Bus, Leute, der Bus. Jetzt müsste ich nur noch mal wiederbelebt werden. Das gibt natürlich alles Punkte, extra Points, wenn man wiederbelebt wird. Ah, yes, man. Thank you, old man. Du hast um mein Leben gerettet hast. Das werde ich dir niemals verzeihen. Okay. Die Zombies, die machen schon Geräusche. Wow, eine geile Waffe hast du da. Auch nicht schon wieder, Leute. Ich bin dankbar, dass sie mich rettet. Aber leider habe ich mir nicht so viele Punkte angesammelt und kann mir dieses wunderbare Fragezeichen-Kistchen nicht besorgen. Hier brauche ich $950, um das mir zu besorgen. Wenn man dann noch die Elsat hat, dann geht's richtig ab, weil mit der Elsat ist man natürlich gut bedient. Da kann man die Zombies einfach anwiesen und dann einfach und dann geht's einfach ab. Wow, da ist noch einer! Leute! Den Zombie habe ich echt nicht gesehen, aber schießt man mal schön auf die Beine, aber der will irgendwie gar nicht sterben. Doch, will sterben. Wunderbar. So, es sind jetzt 6 Minuten gemacht. Ich muss das Video leider beenden. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. See you later, Alligator. Euer YouTube-Gamescom. Bis dann. Ciao.